Freitags 17 Uhr und noch gute 3 Stunden, bis das Konzert der Orsons in der Faust beginnt. Die 4 Stuttgarter Bartek, Cars, Tour und Mackes treten seit 2008 als die Rapband die Orsons auf. Nach einer gut 3-jährigen Pause mit Zeit für Soloprojekte haben sie im März ihr 4. Album What's Goes veröffentlicht. Und nun sind sie einen guten Monat später auf Tour quer durch Deutschland. Wir treffen 2 der 4 Bandmitglieder vor dem Eingang der 60er-Jahre-Halle. Bartek und Tour geleiten uns direkt zum Bus, die anderen beiden sind noch bei der Probe. Im Tourbus ist es laut Aussage wesentlich ruhiger als in der Halle und so machen wir es uns bequem, packen die Mikrofone aus und drücken eins davon Tour in die Hand. Check, check, das ist aber viel zu laut, ich pegel dir mal rounder. Lauter machen kann man immer, leiser machen kann man nicht. Hey, 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 okay, fuck, shit, ass, shit. Auf meinem Roller eine nackte Kardashian. Azurblauer Himmel? Märchen. Leider die falsche, es ist... Angela Merkel. Richtig. Es geht ab. Wunderbar. Freut mich erstmal, dass ihr die Zeit gefunden habt in eurem strikten Tourplan. Mich würde einfach mal interessieren, wer von euch vieren hat im letzten Jahr am meisten What's Goes gesagt? Bartek. Ja, auch. Ja? Ja. Mischung aus What's Goes und What's Goes'n up in Hirsen. Kam schon ziemlich oft. Okay, sehr gut. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, ihr habt bei irgendeinem Interview vor Album-Release gesagt, euer Album wird durch die Decke gehen, aber wahrscheinlich eher beim Nachbarn von unten. Ja. Habt ihr mit Platz 2 gerechnet? Albumplatz, Charts? Ja, Platz 2 von unten hatten wir eigentlich, also so Platz 2 von unten in der Top 100 hatten wir schon. Davon sind wir ausgegangen eigentlich, genau. Und also das ist so, wir hatten natürlich insgeheim schon die Hoffnung, dass es wieder wächst und dass es besser wird als die letzte Charts-Platzierung und überhaupt, dass auch mehr Leute kommen und eben so, dass alles, das ganze Projekt nach vorne geht. Aber es war dann trotzdem... Aufregend, spannend. Mhm. Genau, es war trotzdem geil, als es dann wirklich so, als es dann spruchreif war, so okay, es ist Platz 2 geworden. Man muss auch dazu sagen, dass Mark Knopfler, der Sack, das ist natürlich Dire Straits, damit kann man sich schlecht anlegen. So. Wenn der nicht da gewesen wäre, dann hätten wir sogar alle übertrumpft und so. Und also das war schon ein gutes Gefühl. Wie könnt ihr euch dann noch Deutschraps Vorzimmer nennen? Jetzt leider nicht mehr. Ja, das ist ja dann, weißt du, man hat es ja schon aufgenommen gehabt. Jetzt kann man es nicht mehr rückgängig machen. So. Das war und wir sind trotzdem Deutschlands Vorzimmer, ganz ehrlich. Deutschraps Vorzimmer sind wir immer. So sind wir. Ihr seid ja eher als die Orsons dafür bekannt, schräge bzw. humoristische Lieder zu machen. Zumindest das, was als Single-Auskopplung draußen ist, Schwung in die Kiste, What's Goes, am Rande auch Horst und Monika. Aber auf eurer aktuellen Platte habt ihr natürlich auch jede Menge ernste Songs. Was ist für euch leichter zu machen, lustig oder ernst? Phasenabhängig, also oder tagesformabhängig so. Manchmal hat man irgendwie einfach, da ist so, schwebt eine Wolke über einem, weißt du, und dann fällt es dir ganz leicht, so einen traurigen Song zu schreiben, weil du das einfach irgendwie in dir hast und damit kann man das dann verarbeiten und so. Und manchmal hat man einfach nur Bock, dumme Sachen zu sagen. Einfach nur geilen, dummen Scheiß, auf den man selber Bock hat. Und das fällt dann einem auch leicht, wenn man wirklich in der Form ist. So. Kann ich so unterschreiben. Ich glaube, um das noch anzufügen, ich glaube, das ist auch eine Frage der Konstellation in der Band. Also jeder für sich macht, glaube ich, jedem Einzelnen für sich fällt es etwas leichter. Mach kurz Abbruch. Kurzer Abbruch. Oh fuck, Kars ist da. Okay. Grüße raus an Hannover, Kars ist jetzt da. Nur Abbruch. Fuck. Kars ist da. Soeben sind Kars und Mac ist noch dazu gestoßen. Also ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, es ist eine Frage der Konstellation. Wenn wir einzeln Musik machen, was ja auch ein Teil der Band ist, dass jeder so für sich hinwerkelt, dann kommen eher vielleicht nachdenkliche und deepere Songs raus. Und wenn wir zu viert in einem Raum sind mit einer Flasche Wodka und einer Tonne Weed, dann kommt durchaus geile Songs. Geilheit. Stimmungsabhängig, total. Ich konnte bis... bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kaum lustige oder fröhliche Songs schreiben. Und über diese komischen Gitarrenkonzerte habe ich den Humor für mich entdeckt. Und dann sind es traurige, ernste Lieder, die dann plötzlich komisch werden. Aber sonst konnte ich das noch nie so richtig gut. Ich muss ja leider gestehen, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, die Orsons zu hören, ohne wirklich Bild von euch im Kopf, fiel es mir total schwer, euch auseinanderzuhalten. Passiert euch das heute auch, dass ihr erkannt werdet, aber verwechselt werdet? Ja. Also jetzt seit längerem nicht mehr, oder ich weiß, jetzt muss ich nochmal in Kaufland gehen oder in Rewe, um das nachzuprüfen, aber letztes Jahr war auf jeden Fall ganz oft so, wo Leute so mich schon so angucken im Supermarkt, dann so, ey, der ist es, das ist der, und ich denke schon so, okay, was, die wollen jetzt vielleicht gleich ein Foto, dann kommen die hin und sagen, hey, Mackes, kann ich ein Foto haben?
Und dann sage ich so, hey, sorry, der Mac ist einfach nicht da und geh weg. Dann gehe ich einfach weg aus dem Supermarkt raus, fahre in einen anderen Supermarkt. Nimm die aber mit, die beiden. Weil wir hoffen, Mac ist da zu finden. Ihr habt jetzt neulich ein Mashup bei Facebook veröffentlicht, wo ihr Schwung in die Kiste und Unperfekt vom letzten Album... Entschuldigung, aber schaut euch bitte diese... Okay. Ja, Schwungperfekt meinst du? Ja, genau, Schwungperfekt habt ihr auf Facebook gepostet. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, welche zwei Lieder eurer letzten Alben würdet ihr auch gerne nochmal als Mashup raushauen? Vom letzten Album? Ja, insgesamt, von diesem Album und von den letzten, wenn ihr da zwei zusammenwürfeln dürftet. Horst und Monika-Apfel-Set. Oh ja. Horst und Monika-Apfel-Set. Sehr gerne. Horst und Monika-Apfel-Set wäre toll und... Genau. Sehr gut. Was mich interessieren würde, als ich das Album gehört habe, war auf einmal diese Jumpstyle-Nummer am Ende. Das Öl. Es fällt ja total aus dem Rahmen, aber ihr habt es auch irgendwie angekündigt, dass ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr euch jetzt nicht für Jumpstyle entschieden hättet, welches andere Musikgenre wäre es geworden? Ich glaube Country. Ich glaube, Tua ist ein ganz großer Country-Fan geworden, irgendwie in der letzten Albumproduktionsphase. So, wenn er wirklich mal 5 Minuten für sich hatte, hat er immer so Banjo-Klänge mit Südstaaten-Texten, bei denen es um Analsex geht, mit Käfern. Hat er oft gelauscht, habe ich ihn gesehen. Ich glaube, Country wäre es geworden. Winzigkeit kennt keine Grenzen übrigens. Kurzer Zwischenruf an Winzigkeit, unseren Mercher. Unser Merchandise-Verkäufer heißt Winzigkeit und ist perfekt. Das ist auch der Wink mit dem Zaunfall. Der Winks mit dem Zaunfall. Und nochmal Witze mit Winz. Also, nee, ja. Ich hatte ja eben nochmal das mit dem Facebook-Video angesprochen. Ihr wart ja in den letzten Monaten total aktiv, was die sozialen Netzwerke anging. Vor allem, was ja auch sehr interessant war, ihr habt den Fans angeboten, euch bei WhatsApp zu folgen. Ihr habt ihnen geschrieben. Und zum anderen eben auch das Twitter-Konzert, das Ozert, von dem ja vielleicht einige mitbekommen haben. War das von langer Hand geplant oder kam das eher spontan? Das WhatsApp war eigentlich ein bisschen eine Wiederaufnahme von... Wir haben bei unserem zweiten Album 2010 oder 9 haben wir das O-Phone gestartet. Das heißt, wir hatten ein Handy, das wirklich konnten alle Fans, wir haben die Nummer rausgegeben, alle Fans konnten uns während der Produktionsphase des Albums einfach anrufen. Egal wann, einer geht ran von den Orsons und wir erzählen den Leuten dann, was wir gerade machen. Da war dann so, da hatten wir ein Lied, da gab es auch ein Video dazu, Soldier Boy, hatten wir gerade so irgendwie fertig so gemacht und dann hat ein Fan angerufen, wir haben gesagt, hey, hört ihr das kurz an, haben das Handy hingelegt und zum allerersten Mal, er hat's als Weltpremiere quasi als erster Fan gehört, solche Sachen haben wir gemacht. Und dieses WhatsApp-Ding ist quasi eine Wiederaufnahme von diesem O-Phone, das es damals gab, was eigentlich auch schon sehr witzig ist. Und zum Twitter-Konzert sagt dieser Mann was. Im Twitter-Konzert haben wir auch die Idee schon länger gehabt und dann ist es uns wieder eingefallen. Jetzt so die Überlegung, was können wir denn noch machen eigentlich so drumherum. Und dann haben wir gesagt, hey, das Twitter-Konzert war doch eine witzige Idee, wieso machen wir das jetzt mal nicht wirklich? Und dann haben wir das so angeleiert. Also dann habe ich mich mal umgehört und habe so ein kleines Skript geschrieben und das habe ich dann mit Tour und noch anderen ausgebaut. Und dann ging es eigentlich ratzfatz. Also die Umsetzung war dann so, in 2 Wochen haben wir es kurz hochgezogen. Aber die Idee war eigentlich schon 2 Jahre alt oder so. Also werden wir womöglich in der nächsten Zeit öfter was von Künstlern hören, die Twitter-Konzerte veranstalten oder was ist eure Meinung dazu? Ich glaube, Twitter-Konzert ist durch. Ja. Okay. Ich habe jetzt eins und das haben wir gemacht und jetzt ist auch gut. Wir langweilen uns ja schnell und dann, das war jetzt geil und jetzt nächste. Off to the next one, Alter. Off to the next one, sagt auch ein bekannter Rapper. Der sagt on to the next one. Ich sag off to the next one. Euch sagt vielleicht, oder sagen euch vielleicht die Apps Meerkat oder Periscope was, diese Livestreaming-Apps, die es für... Nein? Überhaupt nicht. Schade. Was okay. Livestreaming-Apps, mit denen du deinen Twitter-Followern einfach angeben kannst, hey, ich streame gerade irgendwas. Wie würdet ihr das finden, wenn Leute sich jetzt mitten auf dem Konzert mit ihrem Handy hinstellen und das gesamte Konzert einfach durchstreamen für die Leute? Kopfschuss. Ich würde es feiern. Also ich muss mal jetzt kurz ein bisschen poltern, Alter. Wir haben gestern in Berlin gespielt und ich bin ja für eine radikale Abnahme aller Mobiltelefone vor Konzertbesuch, weil
seid ihr eigentlich komplett gehirnamputiert? Jetzt mal eine ernsthafte Frage an alle Menschen. Seid ihr komplett behindert, Alter? Wieso zahlt ihr 30 Euro Eintritt, geht auf ein Konzert, packt euer verficktes Handy aus und filmt es? Ihr werdet es nie... Warte mal kurz. Ihr werdet es nie in eurem ganzen Leben anschauen, weil es klingt wie ein Haufen Scheiße. Verstehst du? Es ist viel zu laut, okay? Es wackelt, es ist laut und man erkennt nichts, weil es ist Stroboskop, hell, dunkel, alles drum und dran. Die Leute verbringen ihre 30, 40 Euro Zeit, ja, anderthalb Stunden lang damit, mit einem Handy irgendwas wackelig zu filmen, was komplett übersteuert. Deswegen verpassen sie das Konzert und sie können die Aufnahme nicht verwenden. Erklär mir das. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Ich liebe es. Macht weiter. Guck mal, ganz ehrlich, die Leute sollen dann einfach zu mir kommen. Die können mir irgendwie 30 Euro geben, Alter. Ich gebe denen irgendwie, keine Ahnung. So, was macht man denn mit diesen Aufnahmen? Stellt man die auf YouTube, um zwei Klicks zu kriegen? Was passiert denn da, Alter? Was ist denn los mit Leuten, Alter? Die sollen aufhören damit. Grüße raus an Hannover. Hört auf damit. Hört auf. Ist es deren Ernie, Alter? Verdammte Scheiße. Das schließt sich perfekt an. Du wärst der optimale Social Media Manager. Könnt ihr euch vorstellen, bis ins hohe Alter noch Musik zu machen oder sattelt ihr irgendwann Ich habe mir vorgenommen, ab 30 nur noch auf mit dem Mobiltelefon auf Konzerten zu filmen. Gutes Startup. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein geiles Geschäftsmodell. Ich glaube, dafür gibt es einen Markt. Ich mache genau noch 5 Jahre. Und dann geht's also generell leben. Wow, that hurts my soul. Also gut. So ein Daumenloch in deinem Pullover. Das ist einfach eine Fotze. Wieso hast du deinen Daumen nicht in deinem Weil Loch? Weil ich es hochgekrempelt habe und dann tut es ziemlich weh, wenn der Daumen da noch drin ist. Alter. Okay, was geht so an Fragen noch? Ihr hattet die... Oh Gott. ADS-Cars, Alter. KDS. Ich bin nicht so leicht abzulenken. Ein rotes Auto! Spast. Ihr hattet die Tour ja eigentlich schon für Dezember 2014 angesetzt. Es war zu kalt. Zu kalt? Also war das der einzige Grund. Ja, wir haben bei Wetter.de geguckt, wie bei der Route, wie geplant war, wie da so die Wetterverhältnisse wären. Und da gab es nur zwei Tage. Das stand Dezember und nur so 2 Tage Sonne in dem ganzen Ding so. Dann haben wir gesagt, Alter, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Wer seid ihr denn? Ist das euer Ernie? Ist das euer Ernie? Und dann haben wir gesagt, nee, lass mal schön April hier. Und dann ist perfekt. Ist ja auch wunderbares Wetter draußen. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ja. Was ich eigentlich interessant fand, Stuttgart war für euch ja relativ schnell ausverkauft, ist ja euer Heimatgebiet. Hannover war als zweites ausverkauft. Könnt ihr euch das irgendwie erklären, dass die Leute aus Hannover unbedingt zu euch wollen? Hier in die Location passen nur 40 Leute rein. Nee, Hannover war tatsächlich schon erstaunlich immer seit Jahren gut. Wenn die Orsons in Hannover waren, da gab es mal so ein Festival in so einem Freibad. One Love Festival. Und da haben uns die Leute eigentlich sehr gemocht und kamen halt auch wirklich über die Jahre, war es geil. Hannover ist geil. Wir haben aber auch, muss man auch sagen, in Hannover einfach immer gespielt, bei jeder Tour. Ja. Es gab hier so viele Konzerte schon, Festivals, Rap-Up-Comedy gab es hier. Also wir leben quasi hier. Wir sind Hannoveraner eigentlich und deshalb sehr gerne ausverkauft. Das ist das Statement, mit dem wir das bei Facebook posten. Sehr Bam, gut. Siehst du mal. Ja. Was passiert für euch jetzt nach der Tour? Geht's direkt an die Solo-Projekte oder macht ihr erstmal Pause, ist erstmal Ruhe? Kurze Pause, ein paar Tage einfach nur mit Freundinnen verbringen. Mit Freundinnen auf ein Konzert gehen, ein bisschen filmen, so. Das habe ich vor. Klingt nach einem sehr guten Plan. Und dann ziemlich bald Urlaub auch sofort. Okay. Ich brauche Strand. Nach Natur brauche ich dann Meer. Ich will nach Griechenland, Alter. Mit Nico. Ja. Mit Nico, unserem Busfahrer nach Griechenland. Nur so Musik, Alter, nachts am Strand rum. Ey. Aber ihr habt auch schon. Keine Ahnung, Fantasiegriechisch, aber geil. Bestes Griechisch. Das beste Griechisch ist Fantasiegriechisch. Wir sollten auch Fantasiegeld einführen, dann. Oh, das habe ich schon längst eingeführt. Frag meinen Steuerberater. Oh. Meine letzte Frage jetzt noch an euch. Man hat jetzt in den Interviews ganz oft einfach gehört, es ist... Wie behindert wir sind. Ja. Hast du jetzt gesagt. Das ist höchstwahrscheinlich, oder nicht nur höchstwahrscheinlich, es ist das finale Orsons-Album. Also, Kars, was du bei jetzt versprochen hast, 30-jähriges Orsons-Jubiläum wird es also nicht geben. Naja, das 30-jährige kann es schon geben, aber... Oh Gott, Alter. Wie viel das Bier? Das zweite.
Ich bin ja noch steil von gestern. Was? Ja, ey, also wir machen jetzt, wir machen jetzt als nächstes erstmal Solo-Alben und dann schauen wir nochmal, Alter. Das letzte Wort ist da noch nicht gebrochen. Wunderbar. Ich lass mir irgendwas einfallen, damit wir noch ein Orsons-Album machen, Alter. Letztes Mal habe ich mir die Hosen gepisst, kommt, Alter. Was jetzt kommen muss, damit wir nochmal, überlegen wir mal, was Carsten schon alles gemacht hat, damit wir ein Orsons-Album machen. Soll ich mir den Finger, der nervt mich eh, der ist so krumm, oder soll ich mir den abhacken? Lass bitte deine großen Zähne amputieren, Alter. Ey, wenn er die großen Zähne amputiert. Ey, kannst du deinen großen Zähne amputieren und anstelle deines kleinen Fingers ranmachen? Nein, mach ich noch das wäre geil. Zwei Orsons-Alben. Nee, aber ich sag... mach ich zwei Orsons-Alben. Ich sag auch schon, wenn er sich in die Hose kackt, weil er hat letztes Mal, hat er sich in die Hose gepisst vor uns, weil er so gerne ein neues Orsons-Album haben wollte. Und wir haben zugeguckt, wir haben es gesehen, plötzlich verfärbt sich die Jeans und wir waren so, ja. Album wird gemacht. Wir waren mal 2012, waren wir mal mit unserem damaligen A&R in Berlin-Mitte am Rosenthaler Platz an einer der hochfrequentiertesten Touri-U-Bahn-Stationen ganz Berlins. Also da laufen so 150.000 Leute am Tag entlang, so circa. Und da waren wir ein bisschen steil und Kars hat an so einem 10 Meter U-Bahn-Geländer. Oh, stimmt. Ja, hat er unten angefangen und ist so rennend mit der Zunge draußen an dem Geländer entlang, hat das ganze Ding abgeleckt, ist oben angekommen und hat geschrien, ich bin unsterblich! Mit zeitgleich, während er das geschrien hat, alle Ausschläge der Welt in seinem Gesicht, überall. Genau, und dann haben wir Horst Monika gemacht. Ich bin immer noch hier. Leider. So entstehen also solche Tracks. Ja, unbedingt. Wunderbar, dann vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Sehr gerne. Und dann auf ein gutes Konzert heute Abend, ne? Yeah! Geilheit, Geilheit, Konfetti! Alle Menschen sind durch Geilheit geboren, alle Menschen sind durch Geilheit zur Welt gekommen. Ernst FM. Laut, leise, läuft.